Melanie Müller wendet sich mit einem ernsten Thema an ihre Fans. Am Donnerstag macht die ehemalige Dschungelkönigin publik, dass ihre Gesundheit ihr in den vergangenen Monaten ziemlich zu schaffen macht. Mit gerade einmal 34 Jahren erleidet sie im Juli einen Schlaganfall. Auslöser dafür ist offenbar ein Streit mit ihrem Ex-Mann Mike Blümer. Ich hatte ein Management, das mit Mike hinter meinem Rücken gearbeitet hat. Da bin ich total ausgerastet. Nach dem Vorfall ist Mellys rechte Gesichtshälfte leicht gelähmt und sie hat einen Tinnitus auf dem rechten Ohr. Doch die Schlagersängerin will sich nicht unterkriegen lassen. Ich war nur einen Tag im Krankenhaus und habe mich dann selbst entlassen. Natürlich war das nicht schlau, aber dort hätte ich auch keine Ruhe gehabt und ich wollte meine Kinder nicht allein lassen. Doch warum spricht die 34-Jährige erst jetzt mit ihrer Community über ihren Schlaganfall? Ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil ich keinen Shitstorm wollte, denn ich bin nach einer Woche wieder aufgestanden und habe gesagt, ich mache keine Kur, sondern meinen Job. Bleibt nur zu hoffen, dass es Melly bald wieder gut geht.